Hallo Leute, ciao von André Unger. Psychologie. Wie wichtig ist Psychologie im Training? Auf einer Seite gibt es Leute, die sagen, 90% ist Psychologie, 10% ist nur Technik und so. Andere sagen, Psychologie ist gar nicht wichtig, du musst ein gutes System haben und so weiter. Ich sage, dass jedes Teil ist wichtig. Technik, Risk Management, Position, Sizing und Psychologie und auch die ganze Struktur der Software, Maschine und so weiter. Und dann würde ich das leicht teilen. Aber es gibt auch eine andere Psychologie, die dahinter steht, die irgendwie immer mit uns ist, aber die nicht unbedingt so offensichtlich rauskommt, wenn man handelt. Es ist ein bisschen wie im Fußball. Es gibt Fußballer, die absolut klasse sind, aber wenn es ein wichtiges Spiel gibt, dann verschwinden die. Leute, die wirklich nicht mehr gut spielen können, in einem Finale oder so, gibt es einen Elfer und die können das nicht schaffen oder irgendwas anderes. Also Leute, die immer noch Klasse haben, aber wenn es wirklich notwendig ist, kommt diese Klasse nicht raus. Das sind immer noch gute Fußballer. Niemand kann sagen, dass die nicht mehr spielen können, aber psychologisch sind die schwach in einigen Fällen und das kommt nur irgendwann raus, aber wenn es wichtig ist. Und in dem Fall gibt es natürlich ein Problem für das Team und auch generell für den Fußballer selbst. Das ist auch beim Training so. Und wir haben in uns etwas, was uns helfen kann, zu entscheiden, was man machen soll und wie man mit den Plänen eigentlich weitergehen soll. Das Problem ist, dass wenn wir nicht sicher sind, um was wir gerade machen, unser Ansatz, dann passiert es normalerweise, dass man zu früh zu einem anderen Ansatz springt. Und das ist ein Fehler. Es ist wie wenn man für einen Marathonlauf trainiert und wenn man nicht bessere Zeiten sieht auf einige Strecken, dann fängt man an, etwas anders zu trainieren. Aber man gibt keine Zeit, zu unserem Körper zu eigentlich reagieren, zu den Übungen, die man so weit gemacht hat. Und das ist falsch. Also man gibt keine Zeit, damit die Arbeit, die man gemacht hat, zeigt, wie sie funktioniert hat. Und das passiert beim Training auch. Heute glauben wir total in Price Action und morgen suchen wir auf Elliott Waves neue Ideen. Und das geht nicht zusammen. Man macht sehr viel und alles nicht genug, nicht gut genug, damit es dann auch einige Ergebnisse zeigt. Wir müssen immer aufpassen, dass wir sehr ehrlich und klar sind, mit was wir machen, welche Entscheidungen wir treffen. Und wenn wir einen Plan haben und diesen Plan ändern wollen, dann müssen wir eigentlich ehrlich sagen, warum will ich das ändern? Habe ich eigentlich neue Informationen, die ich vorher gar nicht kannte? Und diese zeigen mir heute ein neues Szenario, was eigentlich die ganze Geschichte ändert. Und so ist es normal, dass ich jetzt auch meinen Ansatz ändere, weil ich mit dieser neuen Information sehe, dass es anders sein muss. In dem Fall ist es natürlich total richtig. Oder habe ich nur einen Grund gefunden, warum ich das ändern will, einfach weil ich nicht mehr glaube, dass es funktionieren kann. Aber ich habe niemals Zeit genug gelassen, dass es zeigen konnte, ob es funktionieren kann oder nicht. Training bringt nicht immer standardmäßig Erfolge. Es gibt Perioden, wo die Sachen nicht gut laufen. Und sowieso, wenn man etwas Neues lernt, dann braucht man Zeit, damit es wirklich gut funktioniert. Und wir können entweder nicht gut genug sein, noch nicht, sodass wir nicht die richtigen Ergebnisse finden, oder die Periode ist einfach schlechter und das heißt, dass in dem Moment dieser Ansatz nicht gut funktioniert. Aber das kann passieren. Man muss aber sagen, habe ich wirklich ein tatsächliches gutes Grund, das zu ändern oder nicht? Wann nicht, dann muss man das nicht machen. Wenn man das Gefühl hat, dass man zu schwach ist, unter Stress zu arbeiten, dann muss man entweder nicht handeln. Das sage ich immer, man muss nicht unbedingt ein Trader sein und das ist nicht schlecht, wenn man nicht traden kann.
Das ist billiger, auch wenn man das weglässt. Aber nehmen wir an, Sie wollen unbedingt handeln, okay. Da muss man einfach mit kleineres Geld handeln, kleinere Positionen und so weiter. Kein Paper Trading, das empfehle ich nicht, weil Paper Trading nochmal ist nicht psychologisch gut genug, wenn man dann Geld in den Markt steckt. Also beim Paper Trading kann man die Technik lernen, aber das Gefühl ändert sich komplett, wenn man dann mit Echtgeld handelt. Also immer noch mit Echtgeld, aber kleinere Positionen. Mit CFDs können Sie das so klein wie gewünscht handeln und das ist nicht das große Problem. Aber Sie können anfangen, langsam zu verdauen, wie die ganze Geschichte läuft und können Sie auch aufwachsen, größer werden, stärker und also mit dem Stress besser weiterkommen und endlich mal auch normal, sagen wir, arbeiten können. Aber es ist sehr wichtig, das zu erkennen und nicht falsche Gründe rauszuziehen, damit man erklärt, warum man etwas geändert hat. Nur wenn es wichtige Infos gibt, etwas zu ändern, macht es Sinn, das zu tun. Sonst muss man ehrlich sein, dass man nicht psychologisch stark genug war, das zu widerstehen. In dem Fall kleiner handeln, kleineres Geld, weniger Geld im Markt zu stecken oder gar nicht handeln. Das kann auch sein. Sagen Sie bitte hier, kommentieren Sie, welches Gefühl Sie haben im Trading, ob Sie immer diszipliniert sind oder ob Sie manchmal auch die Sachen ändern und von einem Ansatz zu einem anderen springen, ohne echte gute Gründe das zu tun. Und muss ich immer, sonst schimpfen Sie da, zum Kanal abonnieren. Abonnieren Sie, damit Sie sofort die Infos haben, wenn es neue Inhalte gibt. Das war's. Ciao aus Italien. Ciao von Andrea Unger. Bis nächstes Mal.